Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gerade gefragt worden, ob ich nach dem Vortrag Futurum Exactum Fragen zulasse. Sehr, sehr gerne. Zum Protestantismus gehört eine lebhafte Debattenkultur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle großen Religionsereignisse sind auch Medienereignisse und gar nicht anders denkbar als Medienereignisse. Frau Haberer hat das gerade eben eindringlich klargemacht an einem, nun weiß Gott, in jeder Weise klassischen Beispiel der lutherschen Reformation. Aber es gehört gar nicht viel an historischen Kenntnissen dazu, um daraus ein allgemeines Theorem zu machen. Ohne Missionen, ohne Emissionen, ohne Sendungen wird es keine großen Religionsereignisse geben. Es ist ja doch erstaunlich, wie stark schon die Mediensphäre selbst mit religiösen Begrifflichkeiten durchsetzt ist. Wir glauben an eine frohe Botschaft. Wer was falsch macht in der katholischen Kirche, wird exkommuniziert. Auch ein Rundfunk hat Sendungsbewusstsein. Der schöne Begriff der Mission findet sich in der Emission, in der Ausstrahlung einer Fernsehsendung wieder. Noch das Wort Fernsehen im Englischen, Television, Television, ist ja eigentlich der heiße Kernbestandteil des theologischen Geschäftes. Die Theologen gehören zu dem faszinierenden Berufszweig, der televisionär ist, also dort noch hinblicken kann in himmlische Regionen, wo ein armer Laie nicht hinschauen kann. Television ist sozusagen das heiße theologische Kerngeschäft. Sie merken, dass wir eben in der Tat eine ganz interessante, intime Konstellation haben von Medien und Religion. Nichts ist meines Erachtens falscher, als mit der gefälligen Opposition zu arbeiten. Da ist das schöne alte Face-to-Face-Communication-Geschäft. Das wird in tradierten Institutionen wie den Kirchen unabhängig von der Konfession vorangetrieben. Und die wenden sich gegen diesen neumodischen Medienfuzzi-Kram. Es sind die Kirchen, es sind die Frommen, es sind die Theologen, die essentiell auf Emissionen, auf Sendungen, also auf virtuosen Umgang mit Medientechnologie angewiesen sind. Da kann Luther schon auf eine große Vorgeschichte zurückgucken, zum Beispiel auf den lieben Gott höchst selbst, der als sprechender Gott den Kosmos erschafft. Und wenn wir Sprache, Reden als das Primärmedium begreifen, dann hat Gott und kein anderer als Gott ein besonders intensives Verhältnis dazu. Er geht ja nicht zu einer Bank und sagt, ich brauche einen riesengroßen Kredit, weil ich da ein Investitionsprojekt habe, das alle Dimensionen sprengt. Das wäre schon ein sehr sakrileghafter Gedanke, wenn Gott kreditbedürftig wäre, sondern er spricht fiat lux und es ward Licht und es wird die Welt und es werden die Tiere und die Menschen und die Pflanzen, also ein durch Rückgriff auf das Medium Sprache schaffender, kreierender Gott. Wenn die Menschen selbst auf die Idee kommen, allzu viel zu reden, was nicht verantwortlich ist und was nicht belastbar ist, dann haben wir das große Medienereignis des Turmbaus zu Babel, das ja in gewisser Weise in einigen Tagen im Pfingstereignis zurückgenommen wird. Menschen kommunizieren zu viel und versuchen, sich eine Kommunikationskompetenz zuzueignen, die der liebe Gott offenbar als Sakrileg wahrnimmt. Eigentlich ein liebenswertes Projekt. Man will Turmbau zu Babel mäßig Gott nahe sein, aber Gott hält dann doch auf eine gewisse Form von Distanz und sagt, zu nahe dürft ihr mir doch nicht kommen. Ich brauche die Geschichte hier nicht auszubreiten. Wir haben dann eben Kommunikationsprobleme, über die sich aber trefflich kommunizieren lässt. Die Turmbau zu Babel-Geschichte ist ein Medienereignis, ein Ereignis von scheiternder Medialität, über die man dann umso intensiver reden kann von Graden. Pfingsten in wenigen Tagen, möge der Heilige Geist über sie kommen und alle Geheimnisse der Medienwelt sich ihnen offenbaren, ist ein Medienereignis. Ja Gott, man könnte sagen, die Gründungsstunde von Google und von Internet. Nicht? Das ist sozusagen, kann man Pfingsten schalten? Ja, Internet wäre die Antwort, ja. Twitter, Facebook und so weiter realisieren, entsakralisieren, profanisieren die Grundidee von Pfingsten. Wir wissen alle, dass die Erfüllungen von Prophezeiungen obligatorisch mit Enttäuschung einhergehen. Es gibt keine Revolutionen, die sich wirklich eins zu eins erfüllt haben. Das gilt von der Französischen Revolution bis weit über die Oktoberrevolution und die kubanische Revolution hinaus. Das dürfte auch für andere Versprechungen gelten. Alle Versprechungen sind immer auch Versprecher, wenn ich mir den üblen Karlauer erlauben darf. Aber man sollte nicht verkennen, welche Impulse gleichwohl drin vorhanden sind, wenn wir eine Brücke bauen, etwa vom Pfingstereignis zum Internet. Moses, um die Liste von großen Medienereignissen weiter vorzuspinnen, ist ein Medientechniker von Graden. Er stellt von
um im Medienslang zu reden, oraler Kommunikation auf Skriptualität, auf Schriftlichkeit um. Und da haben wir es dann eben in Tontafeln gemeißelt, die 10 Gebote, die Worte, auf denen es Gott wirklich ankommt. Umstellung von Mündlichkeit auf Schriftlichkeit ist ein elementarer medienhistorischer Vorgang von nicht zu überschätzender Reichweite. Den Apostel Paulus, und Sie wissen ja, wie nah sich Luther Paulus gefühlt hat, müssen wir uns wirklich als Medienfreak im reifen Rom vorstellen. Ein Medienfuzzi, ein Besessener von Graden, ein manischer Briefschreiber, der in alle Ecken der damals bekannten Welt hinein seine Schriften, seine Briefe sendet und dabei virtuos das römische System des Cursus Publicus ausnutzt. Der wusste sehr genau, wie da die Postverbindungen sind. Das Römische Reich hatte ja zur Zeit des Apostel Paulus eine sehr gut funktionierende kommunikative, telekommunikative Infrastruktur. Keiner hat sie so wirkungsmächtig bedient und ausgenutzt wie dieses Kommunikationsgenie Apostel Paulus, der organisatorisch und telepathisch gleichermaßen gut begabt war. Nehmen wir Ereignisse wie das evangelische Kirchenlied, mediale Aufrüstung gläubiger Gemeinden, nehmen wir die immense Medientauglichkeit der katholischen Kirche, auf die wir Protestanten, ich bin einer, darf also wir sagen, manchmal ja auch mit ein bisschen Neid schauen. Natürlich ist ein Konklave, hunderte von Männern, alle rot gewandet, abenteuerliche Hüte auf dem Kopf und sowas ein Medienereignis und von einer Fernsehtauglichkeit, die schwerlich zu überbieten ist. Und wenn dann der Rauch aufsteigt und man kleine Interviews hinterher machen kann und alle sagen, wir dürfen nichts drüber sagen, dann merken Sie, wie medienmäßig professionell das geschaltet ist. Nehmen wir einen kleinen Blick auf Islam und Islamismus mit in Kauf. Der französische Philosoph Derrida hat ein frivoles Wortspiel gemacht mit dem Namen von Khomeini und gesagt, es ist der Ayatollah Tele-Khomeini, der sitzt im Exil in Pariser Vororten und bespricht für die analphabetischen gläubigen Schichten im Iran ein Tonband mit mehr oder weniger hasserfüllten Predigten nach den anderen. Die werden in den Iran geschmuggelt, noch zu Zeiten des Schahs. Und Ayatollah Tele-Khomeini hat sich auf dieses Geschäft auch gerade analphabetische, aber heiße, glaubensbereite Leute zu erreichen, unglaublich gut verstanden. Das kleine Problem, das er hatte, ist, dass damals noch bei der Tonbandtechnik so bei der 20. Kopie nachher nur noch Rauschen übrig blieb. Er musste dann wieder etwas neu besprechen. Kopien von Kopien sind heute, wie Sie alle wissen, im digitalen Zeitalter kein Problem mehr. Im analogen Zeitalter, im Zeitalter noch von Tonbändern, war das ein Problem. Ich will die Liste schließen mit einem Hinweis etwa auf die US-Evangelikalen, die ja ohne sozusagen Fernsehinfrastruktur gar nicht denkbar wären. Das sind ja explizit Televisionskirchen und sie funktionieren als Fernsehkirchen. Also was soll man da noch viel kommentierend dazu sagen? Festhalten will ich nur, dass das Ganze, was ich gerade anmoderiert habe, grundiert ist durch eine eigentümliche Paradoxie. Wenn eine Institution mit all ihren Mitarbeitern, seien es Laien, seien es geweihte Priester, so ein intimes und leidenschaftliches Verhältnis zu Medien hat, ist natürlich immer die Gefahr dabei gegeben, dass die Medien einen selbst überwältigen. Man muss sie einsetzen können, sie dürfen aber einen selbst nicht ganz in Beschlag nehmen. Und ich würde das Verhältnis grundsätzlich strukturell von allen religiösen Infrastrukturen und Institutionen zu Medien als ein fröhlich schizophrenes kennzeichnen. Man muss sich auf das Teufelszeug einlassen, man tut das liebevoll, aber man muss auch immer gucken, dass man zu einer gewissen Distanz kommt und sagt, auf diese Infrastruktur kommt es eigentlich nicht an. Das Medium ist nicht die Botschaft, sondern wir haben eine Botschaft, die wir Medien anvertrauen, aber die Botschaft ist stärker als die Medieninfrastruktur, die sie transportiert, die sie emittiert, die sie vom Absender zum Empfänger bringt. Und gestatten Sie mir, ich habe nicht mehr viel zu verlieren da in theologischen Kreisen, obwohl ich ein braver Kirchensteuerzahler bin. Natürlich hängt damit auch die wunderbare Paradoxie zusammen, dass in meiner Wahrnehmung, aber ich denke, dass mein Argument belastbar ist, die Theologen natürlich das besonders frivole Volk sind. Wenn wir medienanalytisch argumentieren und sagen, der letzte Beobachter all dessen, was in der Welt geschieht, ist der liebe Gott. Das ist eine der klassischsten und traditionsreichsten Überlegungen. Der liebe Gott sieht alles und
kennt uns und ruft uns beim Namen und verfügt über alle Informationen, dann sind, meine Damen und Herren, natürlich die Theologen das frivole Volk, das den Letztbeobachter beobachtet. Unterhalb des Standards von Hybris ist Theologie nicht zu haben. Nicht? Man muss den lieben Gott, den Theos, einer Logik unterwerfen. Und Theologen sind dann interessant, wenn sie sagen, aha, ich habe die Tiefenstruktur Gottes, ich habe die Logik, der Gott unterworfen ist und der unterworfen sein will, selbst beobachtet. Also ein latent diabolisches Geschäft, das da betrieben wird, wenn man den Letztbeobachter beobachtet. Wer sowas sagt, wie ich es gerade gesagt habe, wird dann eigentlich in aller Regel exkommuniziert, aber als Protestant weiß ich, wie viele Frechheiten man vergleichsweise ungestraft durchgehen lassen darf. Interessant ist nun im Rahmen dieser Überlegungen, und man könnte die Liste beliebig lange fortsetzen, dass die Gründungsfigur der christlichen Religion selbst ein eigentümliches Verhältnis zu Medien hat. Nennen Sie mir bitte die Schriften von Jesus Christus und die kritische Gesamtausgabe seiner Werke. Wir haben es mit einem zu tun, der übrigens wie Sokrates ja selbst nicht geschrieben hat. Das Verhältnis, das Jesus Christus zur Schrift hat, ist ein eigentümlich distanziertes und gebrochenes. Und das ist eine eigentümliche Paradoxie, wenn wir mit dem alten Schema arbeiten, Athen, Klammer auf, Sokrates, Platon, wir da eine Konfiguration haben, wo Sokrates nicht schreibt, aber Platon, jetzt nehme ich ihn als einen idealen Autor, aufschreibt, was Sokrates gesagt hat. Und dass wir mit Jesus Christus jemanden haben, der nicht geschrieben hat, aber dann eben in den Evangelisten und später dann eben in Paulus, den ich für den eigentlichen Begründer des Christentums halte. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so eine abenteuerliche These. Viele Theologen würden da wohl zustimmen, aber das ist jetzt heute nicht mein Thema. Etwa auch in Paulus, aber natürlich auch in den Evangelisten, einen findet, der seine Worte verschriftlich und festhält. Also ein ganz eigentümlich verwandtes medientechnisches Dispositiv in Athen, Sokrates, und in Jerusalem, Jesus. Mit einer Ausnahme, die treibt mich um, und ich habe bislang aber keine Lösung finden können, weder bei Theologen, geschweige denn noch bei mir selbst. Es ist die berühmte Szene in Johannes 8, eine Szene, die wir alle kennen, die sozusagen zum populären Bibelwissen gehört, weil es um nichts Geringeres geht als um die Steinigung der Ehebrecherin. Sie kennen das alle, ich lese es gleich wohl noch einmal vor. Und da kommt eine Schreibszene drin vor, gerade in dieser heißen, auch erotisch aufgeladenen Konfiguration. Johannes 8, 1 bis 18, Jesus aber ging an den Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Also er spricht, er predigt, was er unvergleichlich gut kann. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, Seite der Schrift versus den Prediger Jesus Christus, brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, also in flagranti ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, dies Weib ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Da sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich hatte das selbst halbwegs vergessen, weil man immer denkt, dann kommen sofort die Worte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nein, eine ganz rätselhafte Szene. Jesus Christus schreibt und nach meiner Kenntnis nur in dieser Szene. Also was sollen wir jetzt mit der Ehebrecherin machen? Jesus schweigt, sagt gar nichts, sondern setzt sich, Vers 8, bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Nein, in Vers 6 und dann Vers 7. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, also er kommt mit seiner Schweigetechnik nicht durch, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Und meine Damen und Herren, wie viel würden wir geben, wenn wir jetzt sagen würden, wo ist die Fotografie von dem, was er geschrieben hat? Oder wo ist das Video? Oder wo ist das Zeugnis? Das würde ich und wahrscheinlich nicht nur ich nun verdammt gerne erfahren. Wir erfahren es nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist ein altes Theologomenon, dass Jesus Christus das hebräische Alphabet oder das aramäische, ob er griechisch konnte, ist, glaube ich, zweifelhaft. Also er schreibt sozusagen alles Mögliche, indem er einfach den Medienapparat, den er hat, sprich nichts anderes als die Lettern, als die Buchstaben aufschreibt. Er schreibt alles und nichts, was er konkret schreibt, was er distinkt schreibt,
wissen wir nicht. Sonst hätten wir da immerhin ein Schriftstück. Übrigens nicht auf Papyrus, nicht auf Pergament, sondern auf die Erde geschrieben. Eine sehr, sehr rätselhafte Szene. In diesem Kontext, der ja sonst heiß ist durch die erotisierende Szene, die Ehebrecherin ist gefangen genommen und natürlich auch durch die Intrige gegen Jesus Christus. Die Schriftgelehrten wollen ihm eine Falle stellen, sie wollen ihn in Netze verstricken. Ich kann mit meiner diabolischen Provokationslust nicht anders und fühle mich aber in doch majoritär protestantischen Kreisen auch ermutigt, das zu machen, von wegen Paradoxien, die so die Theologie umgeben. Das macht ja Theologie zu so einem reizvollen Geschäft. Wenn der liebe Gott allmächtig ist, kann er dann auch nicht sein. Es wäre ja seltsam, wenn wir Sterblichen etwas könnten, was Gott nicht kann, nämlich sterben. Das ist ja nicht eine Kleinigkeit, es ist auch keine Paradoxie. Auf der Ebene ist der liebe Gott so mächtig, dass er einen Stein schaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann. Ich glaube, da hat Luther gesagt, wer solche Fragen stellt und solche Paradoxien stellt, der wird später gezüchtigt werden und zur Rede gestellt werden dafür, dass er das macht. Aber die Paradoxie, die genuin theologische Paradoxie, kann der allmächtige Gott so allmächtig sein, dass er beschließen kann zu sterben, nicht mehr zu sein. Das schaffen wir ja leider locker. Die Mortalitätsquote ist 100% bei Menschen. Es wäre ja eigentümlich, wenn das Gott nicht könnte. Ich verstehe die Christologie auch so, dass die Erfahrung der Sterblichkeit, niedergefahren in das Reich der Toten, am dritten Tage wieder auferstanden in den Himmel, reinkopiert wird in die göttliche Trinität. Zumindest ein Drittel der christlichen Gottheit hat die Erfahrung der Sterblichkeit gemacht. Eine sehr interessante Konstellation, wenn sie phänomenologisch an Religionen rangeht. Die kleine Paradoxie ist provokanter jetzt und sexistischer. Sie kennen möglicherweise den Witz, und ich trage Eulen nach Athen oder nach Nürnberg, gerade diese Ehebrecherszene. Jesus Christus also geht durch Jerusalem, sieht die aufgebrachte Menschenmenge und spricht dann die zitierten goldenen Worte: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann kommt eine alte Frau, die aber noch ganz kräge und rüstig ist, holt einen Riesenstein, wirft den auf die arme Sünderin und die ist platt und Schluss und aus und alle. Und die Menschenmenge jubelt und freut sich. Und Jesus geht einigermaßen indigniert weiter durch ein paar Gassen der Jerusalemer Altstadt und trifft dann die alte Frau und sagt: Ach Gott, ohne Sünde, manchmal finde ich dich richtig gemein, Mama. Er lizenziert ja dann Maria, die ohne Sünde ist. In primär katholischen Kreisen würde ich diesen Witz nicht erzählen, ich habe ihn nicht erzählt. Nehmen Sie ihn bitte zurück als ungehört und als unerhört. Nun, Medien und Religion, gerade auch im Umkreis der christlichen Religion, heißt natürlich immer, zweiter Passus in meinen Überlegungen, erster Passus war generell, große Religionsereignisse sind per Definition Medienereignisse. Zweiter, das intime Verhältnis von christlicher Religion, es gilt in Abwandlungen natürlich auch fürs Judentum und für den Islam, auf der einen Seite und dem Buch auf der anderen Seite, das Medium der Hochreligion, der drei monotheistischen Offenbarungsreligion, ich erzähle Ihnen nichts Neues, ist das Buch, ist die Heilige Schrift. Mit sehr kritischen Umstellungen, denken Sie eben an die Gesetzestafeln, die Moses vom Sinai runterbringt, mit Umstellungen auf Schriftlichkeit. Im Buch Jeremia 36, 2 heißt es: Es erging von Jahwe dieses Wort an Jeremia: Nimm dir eine Buchrolle und schreib darauf alle Worte, die ich zu dir über Israel und Juda und über alle Völker gesprochen habe, seitdem ich zu dir rede. Auch in Jesaja und in Habakuk werden Tafeln genannt, die ausdrücklich mit Schreibbefehlen versehen sind. Schreib auf, halt das fest. Die Weisheit der alten Römer, scripta manent, verba volant, ist auch den alttestamentarischen Texten schon vertraut. Die dummen Worte, die ich jetzt spreche, verfliegen, so sie nicht aufgezeichnet werden, verba volant. Wer schreibt, bleibt, wer spricht, nicht. 2. Mose 17, 14, wichtige Gebote sollen zwecks Einschärfung auf die Türpfosten geschrieben werden, außerdem auf Steine und dergleichen mehr. Also wenn man eine Liste macht mit all den Schreibbefehlen, schon im Alten Testament, dann ist es wirklich auffallend, wie lange diese Liste ist. Und aus dem naheliegenden Grund, dass es Alzheimer nicht erst heute gibt, was man gehört hat, kann manipuliert werden. Unser Gedächtnis ist nicht sehr verlässlich, was in Stein gemeißelt ist, was auf Tontafeln geritzt ist, was Pergament anvertraut ist, hat eine längere Haltedauer als
das, was gesprochen ist. Ganz kleine Nebenbemerkung, hat eigentlich mit meinem Vortrag nichts zu tun, knüpft aber an das an, was wir gerade vom Direktor und Gastgeber gehört haben. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass das Internet ein nicht enden wollendes Gedächtnis sein wird. Das gilt für viele Kalamitäten, die Leute, die exhibitionistisch waren, in überschaubarer Zeit. Insgesamt gilt nach meiner Einschätzung in der Mediengeschichte, dass die Verfallsdauer der neuen Datenträger immer knapper wird. Den Rosetta Stone können Sie ins Wasser werfen und in Feuer aufgehen lassen. Er wird nicht in Feuer aufgehen. Pergament und Papyrus hält erstaunlich lange, wenn die Konservierungstechniken okay sind. Dann haben wir halt noch Inkunabeln und ein Buch kann ein Erstdruck der Lutherbibel oder sowas 500 Jahre durchhalten. Er wird aber nicht so lange durchhalten wie ein Rosetta Stone. Und wenn Sie dann übergehen zu Fotografien aus der Anfangszeit, dann ist die Haltbarkeit sehr, sehr von Daguerreotypen. Ich habe gerade über die Tonbänder gesprochen, die Ayatollah Khomeini hatte. Ich weiß nicht, wie lange eine CD-ROM hält. Die ersten können Sie wegwerfen. Also ich glaube, es gilt umgekehrt. Entschuldigen Sie meinen Zynismus, kleiner Atomschlag, welche Server dann durchgebrannt sind, welche Leitungen nicht mehr funktionieren, was man löschen kann, was man hacken kann, lassen wir mal dahingestellt sein. Also ob man in 2000 Jahren wird lesen können, was Sie heute dem Internet anvertraut haben, glauben Sie das nicht? Es stimmt, in kritischen Kontexten, und da bin ich absolut für den Impuls, dass man kontrolliert, was man dem Internet preisgibt. Ich will es nur aus intellektueller Redlichkeit sagen, insgesamt scheint mir umgekehrt das Gesetz zu gelten, Taschenbücher aus dem Rowohlt Verlag der 60er Jahre können Sie vergessen und wegwerfen, die zerbröseln. Eine Lutherbibel hält länger. Und das ist ein grundsätzliches Gesetz. Die Haltedauer ist sehr, sehr, sehr gering. Lebensversicherungen stehen vor dem Problem. Nicht, wenn Sie die vor 30, 40 Jahren abgeschlossen haben, noch vor dem digitalen Zeitalter im engeren Sinne, kriegt man die Akten verlässlich jetzt in Serverdaten übersetzt. Und was ist, wenn diese Serverdaten absprechen? Also wer kann das belegen? Ende der Exkursion in Haltbarkeit von Medien. Christliche Religion ist ausgesprochen haltbar, die jüdische noch haltbarer. Es hängt mit dem intimen Verhältnis zusammen, das es gibt zwischen Religion und dem Buch und mit der übermächtigen Kraft der Buchmetaphorik, die ja sehr, sehr suggestiv ist. Wir sprechen vom Buch der Schöpfung, vom Buch der Natur, vom Buch des Lebens, vom Buch der Geschichte und natürlich als Christen vom Metabuch, vom Buch der Bücher, von der Bibel. Und natürlich sind wir alle aufgeklärt genug und sind seit 200-300 Jahren durch die Schulen der philologischen Textkritik gegangen und wissen, dass das Wort Gottes zwar im Gottesdienst so genannt wird, aber das nicht ist. Sie können und müssen philologisch und editionskritisch mit dem Heiligen Buch ebenso umgehen wie mit den Publikationen oder Nichtpublikationen von Shakespeare und Goethe und Lessing. Eine andere Option haben wir da gar nicht offen. Aber die wunderbar suggestive und ja allsonntäglich das Wort Gottes noch funktionierende Unterstellung ist ja die, dass wir in Gott den doppelten Autor haben, der das Wort Gottes, also die Bibel, geschrieben hat und der das Buch der Welt geschaffen hat. Unum esse auctorem war das mittelalterliche Theorem und Theologomenon dazu. Die Bibel ist verlässlich, weil der das Buch der Welt geschaffen hat, das Buch der Bücher verantwortet hat. Er kann es delegiert haben an Moses, an Propheten, an wen auch immer, an Paulus, an Evangelisten, aber er steht mit seiner göttlichen Autorität dahinter. Und das Grundproblem ist natürlich sehr, sehr schnell genannt, nämlich dies, wie verlässlich das Verhältnis zwischen dem Buch auf der einen Seite, im Extremfall dem Buch der Bücher ist, und dem Buch der Welt auf der anderen Seite. Und da ist wirklich auffallend, dass wir da eine tiefe strukturelle Medienkrise haben, die uns bis heute, wenn ich es richtig sehe, umtreibt, nämlich die Grundintuition, die etwa Hamlet hat um 1600, dass er gefragt wird, what do you read, Prince? Und seine wunderbare Antwort ist dann ja words, words, words. Und was an den Worten dran ist und ob diese Worte belastbar sind und ob das, was in dem Buch, das er gerade liest, steht, in der Welt stimmt. Das ist Hamlet, dem großen Zweifler, sehr, sehr fraglich geworden. Und wenige Jahrzehnte später haben wir dann die absolut populäre Geschichte von Don Quixote, der blöd genug ist, den Büchern zu glauben, weil sie Bücher sind und die Erfahrung sehr schmerzlich machen muss, es gibt Bücher, in denen etwas steht,
was in der Welt nicht anzutreffen ist. Die Bücher lügen. Man lügt wie gedruckt. Also ein elementares medienkritisches Misstrauen, gerade in das Leitmedium des Christentums bis weit in die Neuzeit hinein. Lichtenberg hat dann sehr schön gesagt in einem Aphorismus von Hamlet, von einem fürwitzigen Prinzen von Dänemark, wird das Wort, das Geistreiche, überliefert. Es ständen sehr viel mehr Dinge, es wäre in der Welt sehr viel mehr an Sachverhalten anzuschaffen, als in den Büchern der Schulweisheit anzutreffen ist. Er hat aber vergessen hinzuzufügen, dass auch sehr viele Dinge in den Büchern stehen, die in der Welt nicht anzutreffen sind. Da Sie Foucault zitiert haben, das Verhältnis von les mots et les choses, wir wissen es, ist systematisch unverlässlich. Wir haben keinen 1:1 Algorithmus zwischen Sachverhalten und Worten. Wir alle gehen aufgeklärt, wie wir sind, vollkommen zu Recht von der Arbitrarität des Signifikanten aus. Also, das Medium, das im Mittelpunkt unserer Religion steht und nicht nur unserer, ist ein elementar unsicheres Medium und bedarf immer wieder der Beglaubigung. Ich will das jetzt aus Gründen der Redekürze nicht ausführlich zitieren, aber denken Sie etwa an die Buch-Schriftreflexion, die man im 10. Psalm findet, die häufig dann eben auch verbunden ist mit Netzmetaphorik. Und meine These wäre, dass wir parallel, nicht kontrastiv, sondern parallel zur übermächtigen Buchmetaphorik und Buchmotivik im Alten wie im Neuen Testament und in der Bibelrezeption sowieso heiliges Buch auch immer diese Netzmetaphorik haben. Mit verblüffender Eindeutigkeit so, dass von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen im Alten Testament Netz immer ein kritischer und mit Misstrauen zu versehender Begriff ist. Netze heißt, die Feinde Gottes legen Netze aus, in denen wir uns verstricken sollen, die uns gefangen nehmen, die uns vom rechten Wege abbringen. Denn meine Feinde haben Netze ausgelegt, Psalm 31. Und du, Gott, wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellt haben. Denn du bist meine Stärke, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Und Erlösung müssen Sie auch immer zum Nennwert nehmen. Erlösung ist häufig Auslösung im ökonomischen Sinne. Man ist in Gefangenschaft und wird ausgelöst, Josef etwa, oder eben auch erlöst. Man ist verstrickt in Netzen und muss aus denen gelöst, ausgelöst werden. Psalm 35, denn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt. Sie ist immer die Feinde Gottes, unseres Gottes. Denn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt, mich zu verderben, und haben ohne Ursache meiner Seele Gruben zugerichtet. Psalm 140, die Hoffärtigen legen mir Stricke und bereiten mir Seile aus zum Netz und stellen mir Fallen an den Weg. Psalm 141, aber Sie glauben mir, denke ich inzwischen, meine These, das Alte Testament ist netzkritisch. Bevor es das Netz und das Internet gibt, haben wir schon die geharnischte Kritik des Alten Testamentes an allem, was netzmäßig klingt. Und als guter Alttestamentarier müsste man sich über das Internet so aufregen, wie es kein Jérôme Lanier machen kann. Die Gottlosen müssen in ihr eigenes Netz fallen miteinander. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Treiben wir die Gottlosen, die uns Netze stellen, in denen sie uns fangen wollen, in die eigenen Netze. Psalm 141. Die Gottlosen müssen in ihr eigenes Netz fallen miteinander. Ich aber immer vorübergehen. Wenn wir umschwenken aufs Neue Testament, finde ich es ganz erstaunlich, dass wir im Neuen Testament eine positive Netzmetaphorik finden. Die Stellen sind so populär, dass ich sie nur evozieren muss und Sie haben sie sofort im Ohr. Markus 1, Matthäus 4, die Szene, wo Jesus am Galiläischen Meer entlang ging und er sah zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Matthäus 13, Gleichnisrede Jesu Christi. Abermals ist gleich das Himmelsreich einem Netze, das ins Meer geworfen ist
womit man allerlei Gattung fängt. Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. Also wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach: Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen: Ja, Herr. Also Jesus Christus als ein großer Netzprediger. Sie merken aber die, technisch gesprochen, radikale Umkodierung, die man im Neuen Testament findet. Wir sollen Menschenfischer sein. Wir sollen uns in die Netze verstricken lassen, die Evangelisten auswerfen, um unsere Seele vor der Verdammnis zu bewahren und uns in den Umkreis der Erlösungslehre Jesu Christi zu bringen. Damit bin ich beim dritten und in meiner Selbstwahrnehmung wichtigsten Punkt, nämlich nach Religion und Mediengeschichte als symbiotisches Dispositiv und zweitens der überwältigenden, aber nicht konkurrenzlosen Tradierungsgeschichte des Buches und der Buchmetaphorik und der Konstruktion, dass Buch der Welt und Buch der Bücher zueinander passen müssen, eine Erfahrung, die neuzeitlich aufgesprengt wird. Man kann es so sehen und auch anders sehen. Ich spitze es immer so zu, dass man sagt, wenn man auch nur rudimentäre Maßstäbe der Aufklärung mit, ich sag mal, Don Quixote und mit Hamlet und mit Luther natürlich sowieso akzeptiert, wird man zugeben müssen, auch als frommer Kopf, dass eines offenbar ist und nur dieses eine in theologischen Zusammenhängen offenbar ist, dass Gott nicht offenbar ist. Denn wie sonst sollte es so viele Religionen geben, ein paar tausend, und Atheisten und Schamanisten. Gott ist ersichtlich nicht in der Weise der Evidenz offenbar, weshalb wir ja auch zwischen Glauben und Wissen unterscheiden. Entweder atheistisch argumentiert, weil es ihn nicht gibt, wie soll er dann offenbar sein? Weil er es nicht will oder weil er nicht allmächtig ist. Ich möchte den sehen von Ihnen, der einen einigermaßen strengen, nicht weichen Offenbarungsbegriff hat und sagt, Gott ist offenbar in einer Art und Weise, die man auch nur locker annähern kann an den Evidenzbegriff. Theologische Grundfrage, wie man damit umgeht. Ich würde immer so mit umgehen, dass ich sage, wer was anderes behauptet, beleidigt den lieben Gott. Also die Fundamentalisten, die gerade diesen Satz nicht akzeptieren können, sind die allergrößten Gotteslästerer. Im Umkreis des islamistischen Terrorismus ist das ersichtlich. Wer beleidigt den Islam mehr als Leute, die vor laufenden Videokameras Köpfe abschneiden auf eine sehr sadistische, unprofessionelle Art und Weise. Wer lästert den Islam stärker? Nicht die Charlie Hebdo-Leute, die tun das auch, aber ungleich stärker wird der Islam gelästert durch die Islamisten. Also diejenigen, die nicht akzeptieren können, die Gott beleidigen und zu einem Verhalten drängen wollen, das er ersichtlich nicht zeigt, er will, so es ihn denn gibt, er will nicht offenbar sein, mutet uns zu, im Modus der nicht vollendeten Offenbarung ein Gottesverhältnis zu entwickeln. Wie sieht dieses Design der nicht vollendeten Offenbarung medial im Christentum aus? Das ist mein dritter und auch schon abschließender Absatz. Wer von den drei großen Offenbarungs- und Buchreligionen, Judentum, Christentum und Islam, spricht, sagt gewiss nichts Falsches, verkennt aber in meiner Wahrnehmung die spezifische Pointe der christlichen Religion. Worin besteht die? Dass Jesus Christus, anders als Moses oder als später Mohammed, nicht eine Botschaft überbringt, etwa im Sinai mit dem Dekalog oder wie Mohammed, dem der Koran eindiktiert wird, sind also keine Boten Gottes, sondern Jesus Christus ist die frohe Botschaft. Er überbringt nicht eine frohe Botschaft in einer etwas aufgerüsteten Briefträgervision, sondern er ist die frohe Botschaft. Mit der Logologie des Johannesevangeliums, Sie alle haben die Worte im Ohr und den Sound sowieso, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann in Vers 14, die christologische Wendung, und das Wort ward Fleisch, nicht das Wort ward Schrift, nicht das Wort ward Botschaft. In der
Tora-Rolle oder in Gestalt des Korans. Das Wort ward Fleisch. Mein Gott, und ich brauche Ihnen nicht als Hobbytheologe lange darzulegen, dass das jetzt nicht irgendwie ein Randmotiv ist in der Bibel, wie etwa das seltsame Motiv des Schreibenden Jesus Christus, der aber nicht sich gefallen lässt, dass aufgeschrieben, registriert wird, was er geschrieben hat. Das ist ein interessantes Randmotiv, das man in den Mittelpunkt medienanalytischer Betrachtungen des Christentums stellen kann, sondern hier bin ich ja nun wirklich bei den Essentials. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch da natürlich die offenbar ja fast schon wieder koketten bis frivolen eingebauten Paradoxien von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie soll das gehen? Ein Vater ist älter als ein Sohn ist jünger als ein Vater. Unterhalb der Definition können Sie es eigentlich nicht kriegen. Sie merken, wie spannend, nehmen Sie es als Kompliment bitte an theologische Motive, wie spannend Zeitlichkeit geschaltet wird, wenn man sagt, Vater und Sohn sind von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nach meinem Aufklärungsstand würde ich sagen, it doesn't work. Aber es ist eine interessante, pointenreiche Konstellation, die wir da finden. Nun, und Sie wissen, worauf es dann johannäisch, also mit dem Johannesevangelisten, rausläuft, dass Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nicht ich überbringe die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und meine These ist nur die, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der ausschlaggebende frühe, sagen wir Kirchenvater der Medienwissenschaften, ich spreche von Marshall McLuhan, der ja religiös unglaublich sensibel war, genau diese Pointe erkannt hat. McLuhan ist übrigens zum Katholizismus konvertiert, war einer, der regelmäßig in die Heilige Messe ging, hat seinen Protestantismus abgelegt, wurde dann Katholik. Und der Jahrhundertsatz von McLuhan kennen Sie alle, the medium is the message. Das Medium ist die Botschaft. Kürzer kann man Christologie nicht zusammenfassen. Das Medium Jesus Christus ist die frohe Botschaft. Er ist die inkarnierte, das Wort ward Fleisch, die inkarnierte frohe Botschaft. Natürlich ist das Christentum auch Buchreligion. Aber es setzt sich ab von konkurrierenden Buch- und Offenbarungsreligionen dadurch, dass es sozusagen diesen inkarnationstheoretischen Kern hat. Jesus Christus und sein Kreuzestod und dass er für uns die Sünden auf sich genommen hat, ist die gelebte, die inkarnierte frohe Botschaft und nicht zu sagen, ich habe hier ein Schreiben vom lieben Gott, lest das mal. Das ist sozusagen meine Bodenfunktion. Und gestiftet wird darin das, was ich in aller Ernsthaftigkeit, nachdem ich auch ein bisschen frivol gesprochen habe, mir ist es klar, als das erste Massen- und Leitmedium unserer Kultur darstellen will. Jetzt kommt die Werbeblock-Einlage, also das mache ich jetzt ganz telegrammartig, da in dieser Mediengeschichte, eine Geschichte der Medien, wo Sie dann vorne finden, die Oblate, die Münze und eine CD-ROM, habe ich das ausführlicher gemacht. Übrigens, bevor ich mir zu ernsten Schlussbemerkungen Mut mache, wiederum eine Frivole. Ich finde es erstaunlich, wahrscheinlich völlig unabsichtlich, wie man eben auch in technischen Begriffen der Internet- und der Mediensphäre theologischen Bodensatz findet. CD-ROMs sind im DVD-Zeitalter und im Zeitalter von USB-Sticks und anderem schon wieder anachronistisch geworden. Aber eine Zeit lang war ja die CD-ROM der Datenträger schlechthin. Da steht tatsächlich, meine Damen und Herren, ROM drauf. Es ist CD-ROM und ROM heißt Read Only Memories. Und das Kerngeschäft von ROM ist Read Only Memories. Und die Ähnlichkeit einer CD-ROM mit einer geweihten Hostie, übrigens auch mit einer Münze, aus dem christlichen Kreuz wird der Kreuzer. Also auch in der Ökonomie steckt unendlich viel Theologie, Erlös, Offenbarungseid. Man geht zur Industriemesse, man macht eine Wertschöpfung, die Zentralbanker machen Fiat-Money und so weiter. Also ich schlage immer bei der Uni-Reform vor, der erste Reformschritt sollte sein, VWL und BWL als Hilfswissenschaften in die theologische Fakultät zu integrieren. Aber ich mache mir da bei meinen Mannheimer Kollegen
nicht sehr viele Freunde, wenn ich das vorschlage. Ich sage immer, es gibt heute kein so glaubensbereites Völklein mehr wie Volkswirte. Zwei Volkswirte, drei heiße Überzeugungen, die alle als Mathematik verkaufen. Aber auch diese Klammer will ich ganz, ganz schnell wieder beenden. Mit der kleinen frivolen Abschweifung habe ich mir Mut gemacht zu meiner abschließenden These, dass wenn was dran ist an dem Argument, dass medial gesehen das Christentum mit einer positiven Frühkodierung des Netzes, die sich latent absetzt von den Abgründen einer nicht mehr haltbaren Buchmetaphorik, gekennzeichnet ist, ist vor allen Dingen ein Ding, ein Dispositiv, eine mediale Institution in die Waagschale zu werfen hat. Ich spreche vom Abendmahl. Es ist das erste verbindliche Massen- und Leitmedium unserer Kultur. Wobei ich unter Leitmedium verstehe, dasjenige Medium, das man nur um den Preis stärkster Sanktionen vermeiden kann. Soll heißen, zu Hochzeiten des Christentums hieße eben nicht an der Eucharistie teilnehmen, exkommuniziert werden. Heute etwa wäre das Geld. Sie können Geldkritiker sein und Geld ganz grauenhaft finden, aber versuchen Sie mal eine Woche zu leben an diesem Leitmedium Geld vorbei. Und sicherlich spricht einiges dafür, dass man sagt, man kann heute versuchen, ohne Internet zu leben. Der Preis, den man dafür zahlt, ist aber inzwischen ein sehr, sehr hoher. Man ist latent exkommuniziert. Also unter Leitmedien verstehe ich nicht für die politische Klasse den Spiegel, der jetzt nicht mehr montags, sondern samstags erscheint, sondern habe einen etwas privatsprachlichen, aber ich hoffe klaren Gebrauch von Leitmedien. Leitmedien sind die, an denen man teilhaben muss, es sei denn, man nimmt sehr, sehr schmerzhafte Sanktionen in Kauf. Zur Definition von Medien und von Leitmedien zumal gehört über Trivialitäten hinaus, dass Medien Absenzüberbrecher und Überbrücker sind. Sie sind in Nürnberg und wollen jetzt mit Ihrer Frau, mit Freunden und so weiter, die nicht in Nürnberg sind, sprechen, also greifen Sie zum Handy und haben diese Absenz, diese Abwesenheit, diese Distanz überbrückt. Sie sind kein Subjekt mehr, weil Sie gestorben sind, haben aber ein Testament hinterlassen. Dann ist die radikalste Form von Absenz, der Tod, überbrückt und Sie sind gleichwohl noch ein Rechtssubjekt. Im Familienalbum sind Fotos von dem, was jetzt ganz weit weg ist, von der Silberhochzeit, die aber schon ihrerseits wieder 20 Jahre weg ist und so weiter. Also Sie deklinieren das durch, Medien sind Abwesenheitsüberbrücker, Absenzüberbrücker, heißt für Brot und Wein. Jesus Christus ist absent, er ist bei seinem himmlischen Vater und er ist ganz präsent. Übrigens ja, wie Sie wissen, auch gut lutherisch, ist ja nichts falscher. Aber auch das ist nicht mein Thema, als zu sagen, Protestanten insgesamt Symboltheoretiker, Katholiken Realpräsenztheoretiker, Calvinisten Zwinglianer, klar, nehmen das Abendmahl als eine symbolische Handlung. Ein ordentlicher Lutheraner geht päpstlicher als der Papst davon aus, dass Jesus Christus in Brot und Wein, und wir Protestanten kriegen ja Gott sei Dank beides, das ist allein schon ein ausschlaggebendes Argument dafür, Protestant zu sein, dass man an den Wein rankommt am Sonntagmorgen, real präsent ist. Nehmen Sie eine zweite anspruchsvolle Definition von Medien, gerade auch von Leitmedien, dann ist es das, was Luhmann so schön bezeichnet. Na, ich bleibe erstmal bei dem zweiten Argument, weil das sehr populär ist, eine Körperextension. Das wäre wiederum McLuhans klassische Definition von Medien. Media are extension of man. Soll einfach heißen, ich merke, Alzheimer geht los, aber was ich der Festplatte anvertraue oder schriftlich niederlege und so weiter, extendiert, erweitert meine Möglichkeiten. Meine Stimme reicht ein bisschen weit, aber mit dem Mikro reicht sie unendlich viel weiter. Ich weiß nicht, was Extension of Man, ich kann nicht gucken, was in Moskau oder Washington jetzt gerade los ist mit Fernsehen. Extension of Man, ist mein Sehsinn so ausgedehnt, das. Also eine triviale Geschichte, aber eine weitreichende Geschichte. Extension of Man, wenn Jesus Christus in Brot und Wein ganz gegenwärtig ist, ist das die stärkste Körperextension, nimmt's hin und esset mein Fleisch für euch geopfert, mein Blut für euch vergossen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Medien sind drittens, also ich lasse jetzt Trivialitäten, ein Absender schickt etwas an einen Adressaten über den Kanal, sowieso die Botschaft X oder so, also nicht, dass man es vergessen kann, ich bin jetzt bei anspruchsvollen Mediendefinitionen und dazu würde eben auch gehören,
dass Medien das Unwahrscheinliche wahrscheinlich machen. Mein klassisches Beispiel ist den meisten ein wenig Älteren vertraut. Ich weiß genau, was 9/11 los war vormittags, dass mein Sohn reinkam und sagte, Papa, ich weiß, dass du nicht gerne gestört wirst morgens, wenn du am Schreibtisch sitzt und so tust, als ob du arbeitest, aber jetzt mache ich mal, sag, was hast du denn, Felix, und sowas. Und der war in einem Erregungszustand. Ich sagte, komm mal zum Fernsehen. Das war ja nach europäischer Zeit dann morgens, so ja, späteren Nachmittag. Naja, und da dachte ich, was soll diese bescheuerte und technisch schlecht gemachte Sendung da mit dem zusammenkrachenden World Trade Center? Und bin aber dann doch davor geblieben und dachte, mein Gott, zu der Sendezeit so ein schlecht gemachter Trashfilm, was soll der Blödsinn? Und sah dann das zweite Flugzeug da reinfliegen. Also, worauf will ich raus, meine Damen und Herren? Ein extrem unwahrscheinliches Ereignis wird auf einmal so beglaubigt, dass wir es als doch in seiner Unwahrscheinlichkeit wahrscheinlich akzeptieren. Dann habe ich das gemacht, was Sie alle gemacht haben, durch die Sender gesäppt und dachte, was ist das? ARD und ZDF und RTL und Sat1, alle haben dasselbe Programm und BBC und. Also, es scheint zu stimmen. Nicht? Unwahrscheinlichkeitsverstärkung. Jetzt will ich wiederum Ihren religiösen Gefühlen nicht allzu nahe treten, aber meine Damen und Herren, überlegen Sie mal, wenn die Tür jetzt aufginge und Jesus Christus Redivivus käme rein und würde sagen, hört mal alle her, mein Vater ist der liebe Gott und meine Mutter ist Jungfrau und ich gebe mich für euch hin und werde für euch sterben und nach meinem Tod dürft ihr mich alle aufessen, dann würden wir sagen, interessanter Kasus, aber es gibt auch in Nürnberg eine gute Psychiatrie. Die Sache ist ein bisschen zu steil, die du uns da erzählst. Das ist ja nun die eigentümliche Pointe von Glauben. Es wäre ja auch unplausibel, das Plausible zu erzählen und dann als Glaube zu verkaufen. Das ist nicht die Aufgabe von Religion. Sie muss setzen auf das außerordentlich Unwahrscheinliche, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass wir erlöst werden und dergleichen mehr. Also es sind extrem unglaubwürdige Geschichten, die durch Glauben und durch Medieneinsatz verstärkt werden. Und in dem Sinne wäre auch das Abendmahl natürlich ein unglaublicher Unwahrscheinlichkeitsverstärker. Es wird als teilnahmepflichtiges Massenmedium geschaltet, damit wir das ansonsten nicht eigentlich Glaubwürdige gleichwohl beglaubigen, das absolut Unwahrscheinliche als plausibel, als beglaubigungsfähig durchgehen lassen. Allerletzte Bemerkung, Transsubstantiation, Wandel aus einem Symbol, aus einem Ding wird mehr als ein Ding. Das ist jetzt nicht mehr nur Brot, das ist jetzt eine haptisch wahrnehmbare, inkarnierbare Heilsgewissheit. Aus Vereinfachungsgründen bleibe ich bei dem klassischen Dispositiv der katholischen Kirche, Transsubstantiation. Was ist das Spannende an Medien? Warum hat es diese Medienentwicklung im christlich geprägten Teil der Welt gegeben? Weil im Christentum, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, the medium is the message, Medienlogik und Medientechnologie im Abendmahl angelegt ist. Und was ist der neue große Schritt in der medientechnologischen Welt? Es sind die 3D-Drucker. Also letztlich die Schaltung des alten, ernsten theologischen Versprechens, man gibt Worte ein, medientechnisch gesprochen Bits, und es kommen Atome raus. Sie sitzen vor dem Monitor, schalten ihr Programm beim 3D-Drucker und dann kommt was Substanzielles bei heraus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ward Fleisch. Die Transsubstantiation, die Konversion, der Gottessohn ist ganz Mensch geworden und Gott sprach, es werde, wird schaltbar. Ich würde in aller Ernsthaftigkeit, meine Damen und Herren, die These vertreten, von der Trinität zum 3D-Drucker ist ein verblüffend direkter Weg. Christentum ist Medienreligion in einer Art und Weise, dass andere vergleichbare Religionen, etwa Judentum oder Islam, da nicht mitmachen wollen. Man kann abfällig sagen, nicht mitmachen können. Wir sind die Medienreligion schlechthin. Das entbindet uns nicht von der Fragestellung, was fangen wir mit diesen Medien an, wie setzen wir ein, ähnlich wie bei einer Buchreligion,
Die Bibel ist ein Buch, in der die Bergpredigt zu lesen ist. Hitlers Mein Kampf ist auch ein Buch. Mit Argumenten zu kommen, wie Buch gut, Internet schlecht, halte ich mit Verlaub für blödsinnig und nicht haltbar. Insofern komme ich zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen, liebe Frau Haberer, wie Sie auch. Es kommt verdammt nochmal darauf an, was wir damit machen. Es kommt aber auch darauf an, dass wir uns die Tiefenstruktur von Medienlogik und korrespondierender Tiefenstruktur religiöser Dispositive vor Augen führen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei allen meinen gesammelten Dummen und Frechheiten. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für ein Gespräch. Ich habe überzogen, aber vielen Dank.